kann durch den Einfluss der Schwangerschaften. Und nach diesen Beratungsgesprächen müssen die Patienten dann ihre Entscheidung fällen. Das Bundesgesundheitsministerium hat heute vor falschen AIDS-Fragebögen gewarnt, die in vielen Teilen der Bundesrepublik seit Jahresende im Umlauf sind. Darin bittet ein nicht existierender Staatssekretär Häubele um die Beantwortung von 51 Fragen zum Thema AIDS. Das Ministerium empfiehlt, dass jeder, der einen solchen Fragebogen erhält, ihn einfach in den Papierkorb wirft. Seilbahnunglück bei Val d'Isère. Eine führerlose Pistenraupe prallte heute Vormittag gegen diesen Mast der Kabinenbahn von La Daye. Der Fahrer hatte auf einem vereisten Stück der Piste die Herrschaft über das Schneefahrzeug verloren. In Panik sprang er ab, wurde überrollt und war auf der Stelle tot. Mehrere Gondeln der Seilbahn stürzten zu Boden. Drei Insassen wurden schwer verletzt. Hubschrauber brachten Helfer zu den anderen Gondeln, die nicht mehr bewegt werden konnten. Die Männer wurden auf die Kabinendächer abgeseilt, um die Fahrgäste zu befreien. Unter ihnen waren auch Skirennläufer, die zum Start der Weltcup-Abfahrt von Val d'Isère unterwegs waren. Das Rennen wurde wegen des Seilbahnunglücks verspätet gestartet. Sieger der Weltcup-Abfahrt von Val d'Isère wurde der Schweizer Pirmin Zurbriggen vor dem Österreicher Anton Steiner und dem für Luxemburg startenden Marc Girardelli. Enttäuschend schnitten die bundesdeutschen Rennläufer ab. Als Bester landete der Oberstdorfer Hans-Jörg Tauscher auf Platz 11. Mit einem Eklat endete heute der Weltcup-Superriesenslalom der Damen im österreichischen Lech. Die Siegerin wurde disqualifiziert, weil sie Sicherheitsnadeln benutzt hatte. Sigrid Wolfer aus Österreich, die mit Bestzeit ins Ziel kam, wurde wegen der Befestigung ihrer Startnummer mit Sicherheitsnadeln, was laut Reglement verboten ist, nachträglich disqualifiziert. Ebenso die übrigen Österreicherinnen der ersten Startgruppe. Die Freude der einheimischen Fans über den zweiten Weltcup-Erfolg der Lechtalerin war also verfrüht. Nach einem knappen 3:2-Beschluss der Jury wurde die Schweizerin Zoe Haas zur Siegerin dieses Rennens erklärt. Die Engelbergerin, die sich bisher nicht für das Schweizer Olympiateam qualifizieren konnte, war ursprünglich 0,04 Sekunden langsamer als die disqualifizierte Siegerin. Beste deutsche Läuferin wurde Michaela Gerg, Lenggries als Vierte, Platz 7 für Regine Mösenlechner und 9 für Christa Kinshofer, Hütlein. Ausgelöst hatte die Disqualifikation übrigens der Protest des deutschen Cheftrainers Klaus Mayer. Herr Mayer, halten Sie es wirklich für rennentscheidend, wenn eine Stecknadel an der Startnummer ist? Ja, wir haben leider in der Richtung schon viel zu viele Erfahrungen gemacht durch Tests, dass aerodynamisch günstige Startnummern halt doch noch auf so eine Strecke mindestens gut bis zur halben Sekunde bringen können. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 10. Januar. Der Satellitenfilm zeigt im Tagesverlauf sich von Westen her nähernde starke Bewölkung und über Deutschland eine wolkenarme Zone. Sie gehört zu den Ausläufern eines nordatlantischen Tiefs, die Deutschland nur sehr langsam überqueren. Dabei wird milde Meeresluft herangeführt. Die Vorhersage für morgen. In den Donauniederungen neblig, sonst im Süden noch vielfach sonnig. Im übrigen Gebiet stark bewölkt und gelegentlich Regen. Tiefsttemperaturen im Westen und im Norden um 5, sonst um 0 Grad. Im Süden gebietsweise Frost bis minus 7 Grad. Tageshöchstwerte 5 bis 10 Grad, in Nebelgebieten nur wenig über dem Gefrierpunkt. Schwacher bis mäßiger, nach Norden zu starker bis stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, am Montag überwiegend regnerisch und mild. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 22.10 Uhr.